In den regionalen Medien war ich seit meinen ersten beiden Toren gegen Leverkusen ein Dauerbrenner. Meine ungewöhnliche Karriere bot ja auch Stoff für viele Geschichten. Aber es stimmte beileibe nicht alles, was geschrieben wurde. Ich sei mit dem Bananendampfer über den Atlantik gekommen und wolle meiner Mutter ein Häuschen bauen, hieß es einmal. Beharrlich hielten sich auch die Anekdoten, ich sei beim Kicken in einem Münchner Freibad entdeckt worden und wäre Tänzer in einer Samba-Band gewesen. Klaus Augenthaler gingen die Lobeshymnen in der Presse offenbar gegen den Strich. Er hatte wohl Sorge, mir würde die steile Karriere zu Kopf steigen. Nur so lässt sich erklären, dass er die Begeisterung um mich nach meinen beiden Toren gegen Stuttgart zu bremsen versuchte. Wenn sich Kakao weiterentwickelt hätte, dann hätte er zwei weitere Tore geschossen, sagte er. Unser Torwart Darius Kamper konnte nicht nachvollziehen, warum der Trainer unzufrieden mit mir war. Wenn Kakao vier Tore geschossen hätte, wäre er beim FC Barcelona und nicht in Nürnberg. Ende Februar begannen die Verhandlungen um einen neuen Vertrag. Ich überließ die Gespräche auch dieses Mal wieder Osmar. Ich vertraue dir, sagte ich vor seinem ersten Termin bei Genen. Ich hatte das Interesse einiger Bundesliga-Vereine geweckt, aber ich wäre am liebsten in Nürnberg geblieben. Die Umgebung war mir vertraut und ich hatte es nicht weit nach München. Das Gespräch endete allerdings unerfreulich. Anders als es später dargestellt wurde, wollte Osmar weder pokern und die Vereine gegeneinander ausspielen, noch stellte er hohe Gehaltsforderungen. Die finanziellen Konditionen in dem Vertrag, den mir der Club anbot, waren in Ordnung. Es ging einzig und allein um die Art und Weise, wie mit uns umgesprungen wurde. Es hieß, entweder ich würde unterschreiben oder ich müsse zu den Amateuren zurück. Jeder im Raum wusste, dass das nicht passieren würde. Der 1. FC Nürnberg wollte verhindern, dass ich ein Jahr später ablösefrei den Verein verlassen würde. Das ist verständlich, aber keine Entschuldigung dafür, dass sie mich unter Druck setzten. Als dann Präsident Michael Roth zu schlichten versuchte, war das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Trotzdem beschloss man, nach der Saison noch einmal zu verhandeln.